jetzt zunächst einmal die Klimaschutzoffensive des Handels vorstellen, die Gastgeberin ja des heutigen Webinars. Ich habe ein paar Folien für Sie vorbereitet, die ich Ihnen erst mal zeigen möchte. Vielleicht noch mal ein kleiner technischer Hinweis. Wir zeichnen das Webinar heute auf und Sie können quasi die Aufzeichnung später auf YouTube noch mal nachverfolgen. Sie bekommen die Präsentation von uns und auch von Frau Neusel zur freien Verfügung und Download im Nachklapp noch mal zugesendet. Und falls Sie Fragen oder Anregungen haben, gerne in den Chat posten. Herr von der Heide wird die Fragen dann Frau Neusel oder an Frau Mich weiterleiten, damit wir diese dann auch. Klimaschutzoffensive des Handels. Wer sind wir? Was machen wir genau? Ich habe Ihnen ein paar Screenshots unserer Webseite mitgebracht, um so ein bisschen das Herzstück unserer Kampagne vorzustellen. Was ist unser Ziel? Wir möchten Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern den Einstieg in Effizienz- und Klimaschutzmaßnahmen erleichtern. Wir haben hierfür eine Webseite aufgesetzt mit vielen Informationsangeboten. Ich habe Ihnen Einblicke in die virtuelle Marktstraße mitgebracht. Dort können Handelsunternehmer einen spielerischen Rundgang durch Supermärkte und ein Modehandel unternehmen und hier die wichtigsten Energieverbräuche etwas besser kennenlernen. Sie sehen das hier an diesen gelben Feldern anklickbar, wird dann direkt auf weitere Informationsseiten auf unserer Webseite weitergeleitet. Dort finden Sie auch viele hilfreiche Leitfäden, Checklisten zu allen wichtigen Effizienzthemen, LED-Beleuchtung, Klimatisierung, Kühlung bis hin zu Elektromobilität. Wir bieten diese Informationen natürlich auch gesammelt in einem Arbeitsbuch an. Das sehen Sie hier im Bild rechts oben, einfach Energiesparen. Links unten haben wir eine Sammlung von Best-Practice-Beispielen zusammengestellt, mit denen Sie dann Ihre Effizienzmaßnahmen auch wirksam, öffentlichkeitswirksam in Form von geeigneten Klima-Marketing-Strategien vorstellen. Diese zwei Publikationen können Sie auch bestellen. Sie können gerne Ihre Anfrage in den Chat posten oder uns eine E-Mail schreiben. Was haben wir noch auf unserer Webseite? Wir haben einen Benchmark-Rechner, den hier Energiecheck. Hier können Händler unter Eingabe von eher wenigen Kennzahlen gleich feststellen, wie energieeffizient Ihr eigenes Geschäft bereits aufgestellt ist. Wenn Sie jetzt feststellen, naja, die Branchenkollegen sind schon etwas sparender unterwegs, helfen wir Ihnen natürlich weiter, zum Beispiel auch mit einer groben Verordnung darüber, was Investitionen in wichtige Effizienzmaßnahmen ungefähr kosten könnten. Das ist natürlich kein Investitionsrechner auf den Cent genau, aber Sie bekommen schon eine grobe Richtung, was eine neue LED-Beleuchtung, eine Klimatisierungs- oder Heizungsanlage in Bezug auf Ihre Verkaufsfläche und auf Ihren alten. Wir haben die Förderprogramme für Sie zusammengestellt und auch Energieberater mit expliziter Expertise im Bereich Einzelhandel. Als auf unserer Webseite. Kleiner Werbehinweis in eigener Sache. Wir werden nach der Sommerpause eine neue Förderdatenbank auf unserer Webseite veröffentlichen, in der wirklich nur Förderprogramme enthalten sind, die für Einzelhändler auch relevant sind. Wir werden hier auch regionale und lokale Fördermöglichkeiten darstellen können. Also nicht nur die Bundes- und Landesprogramme, sondern auch spezifische Angebote, Stadtwerke etc. Was bieten wir Ihnen noch an, um Sie beim Energiesparen und beim Klimaschutz zu unterstützen? Das sind unsere Veranstaltungen. Bedingt durch Corona sind diese etwas in den virtuellen Raum gewandert. Wir sehen uns aber sicherlich auch vor Ort bald wieder. Ich habe Ihnen hier ein paar Impressionen unserer bekannten Klimafrühstücke mitgebracht. Wir treffen uns meistens bei einem Einzelhändler, der schon Maßnahmen durchgeführt hat, lassen uns dann dort zeigen, welche Maßnahmen hier wirklich Sinn machen, welche Vorteile wirtschaftlicher Natur sich daraus generieren lassen.
und welche anderen Vorteile es noch gibt hinsichtlich von Energieeffizienz. Darüber wird uns jetzt Lisa Neusel vom Kompetenzzentrum Energietechnologie und Systeme vom Fraunhofer Institut bringen. Und dafür erstmal den Staffelstab an Sie weitergeben. Frau Neusel, vielen herzlichen Dank, dass Sie unser Webinar heute bereichern. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Frau Nikolic, für die Einführung. Ich freue mich auch, hier dabei sein zu dürfen und würde direkt mal meinen Bildschirm teilen, bevor ich loslege. Schauen wir mal, ob das auch so klappt wie geübt. Genau, ich glaube, jetzt sehen Sie sich selbst. Und das sollte sich aber so melden. Ich hoffe, Sie können jetzt meine Präsentation im entsprechenden Modus sehen. Ich glaube, das dauert noch einen kleinen Moment. Das ist natürlich klar. Wir haben das kurz vorher gerade geübt, könnte an der Leitung liegen, aber jetzt beginnt hier gerade was und wir haben auch die richtige Ansicht. Alles wunderbar. Perfekt, danke schön. Okay. Genau, bevor ich vielleicht inhaltlich loslege, möchte ich noch mal kurz ein paar Worte verlieren über uns als Institut, das Fraunhofer ISI, als Institut für System- und Innovationsforschung. Wir beschäftigen uns am Institut mit der Transformation des Energiesystems hin zu Klimaneutralität. Das heißt, ja, wir um die Klimaziele der Bundesregierung bis 2050 zu erreichen, unterstützen auch wir mit unseren Studien, mit Politikberatung und da eben auch unter anderem mit den Studien im Bereich des Industriesektors. Und da sind dann sowohl die energieintensiven Industrien dabei, wie Zement oder Stahl, aber auch die etwas weniger energieintensiven, wie zum Beispiel die Nahrungsmittelindustrie. Und genau darum geht es eben auch in dem Forschungsprojekt, in welchem Rahmen jetzt auch diese Präsentation entstanden ist oder zu den nicht energetischen Vorteilen von Energieeffizienz. Und genau dazu wollte ich jetzt noch mal ein paar Worte verlieren, also einige von Ihnen sind vielleicht schon vertraut mit dem Projekt, denn wir haben auch auf nationaler Ebene, also in Deutschland, bereits Workshops angeboten. Und ja, weil die recht gut Anklang fanden, haben wir das dann beschlossen, zusammen mit Frau Nikolic vom HDE, das noch mal gemeinsam in einer bisschen veränderten Runde zu starten. Und dieses EU-Projekt, von dem ich jetzt gesprochen habe, ICE, abgekürzt, das für Improving Cold Chain Energy Efficiency steht, ist ein EU-Forschungsprojekt. Das heißt, wir haben hier Partner aus 12 Ländern in einem großen Konsortium und es geht darum, Energieeffizienz in der Kühlkette der Lebensmittelindustrie zu verbessern. Im Fokus steht da zunächst einmal die Entwicklung von Trainingsmaterialien, von Workshops, um den Unternehmen und anderen Interessierten eben erstmal das fachliche Wissen zu vermitteln, anhand von praktischen Beispielen, alles rund um Energiethemen, das ein Unternehmen näher zu bringen. Und das Herzstück unseres Projekts oder des Projekts ist eine Toolbox. Das sind 7 recht umfangreiche Excel-Tools, die im Rahmen des Projekts entwickelt wurden. Und unter anderem ist da zum Beispiel auch ein Tool dabei, um eine Lebenszykluskostenanalyse durchzuführen. Das wird zum Beispiel mein Kollege, der Herr Tierzel, nächste Woche vorstellen, falls Sie da dabei sein möchten. Aber auch gibt es Tools, um die komplette Kühlkette mal energetisch unter die Lupe zu nehmen, mit den Energieverbrauchen der einzelnen Stufen. Zusätzlich gibt es Tools, wo Förderprogramme gelistet sind und eben auch ein Tool, das sich mit diesen nicht energetischen Vorteilen beschäftigt, um die es sich heute gehen soll. Wenn das für Sie jetzt interessant klingt, dann lade ich Sie gern dazu ein, auch bei dieser Vorstellung der Toolbox, das soll so im Herbst diesen Jahres stattfinden, dabei zu sein. Auch da sind wieder kostenlose Workshops geplant, wo einfach verschiedene Akteure aus der Kühlkette zusammenkommen sollen, also auch über Deutschland hinaus tatsächlich. Sie können sich da auch gerne für den Newsletter anmelden oder sich an mich wenden, wenn da Interesse besteht. Frau Nikolic würde das im Nachklapp dann auch nochmal teilen. So viel aber nur zum Projekt, damit Sie ein bisschen einordnen können, von welcher Schiene wir hier auch kommen. Wir behandeln natürlich am Fraunhofer Institut mehr so diesen wissenschaftlichen Teil. Genau. Und worum soll es jetzt heute gehen? Ich meine, meine Vorredner der letzten Wochen, falls Sie dabei waren, die haben ja so ein bisschen schon eine Einführung gegeben in die ISO 50001, in Energiekennzahlen, Einblicke in die Wirtschaftlichkeitsrechnung. Und neben der Wirtschaftlichkeit als sehr wichtiger Faktor bei
beim Thema Energieeffizienz und Energieeffizienzmaßnahmen spielen aber auch noch andere Faktoren eine Rolle bei der Umsetzung von potenziellen Maßnahmen. Und das sind die sogenannten nicht energetischen Vorteile, in die ich heute kurz einführen möchte. Ich möchte dann auch Interviewergebnisse vorstellen, die wir im Rahmen des Projekts tatsächlich geführt haben, wo es darum ging, welche Rolle eigentlich Energieeffizienz und nicht energetische Vorteile in der Kühlkette spielen, also abgekürzt mit NEV hier, weil das Wort doch sehr lang ist leider. Und zuletzt möchte ich auch noch so ein bisschen darauf eingehen, wie können denn die nicht energetischen Vorteile strategisch analysiert und bewertet werden. Genau. Starten wir doch direkt los. Was sind eigentlich nicht energetische Vorteile? Hier finde ich das Bild dieses Eisbergs immer sehr treffend. Sie können sich das Ganze vorstellen, dass wir die bei einer umgesetzten Energieeffizienzmaßnahme die eingesparten Energiekosten als das Offensichtliche direkt vor Augen haben. Wenn also zum Beispiel die Glühbirnen durch die LEDs ausgetauscht werden, sparen, werden dadurch Energie und Energiekosten eingespart. Was im Verborgenen liegt, sind aber häufig mögliche Zusatznutzen, die sogenannten nicht energetischen Vorteile. Und das kann zum Beispiel im Fall der LEDs sein, dass mein Unternehmen von einem geringeren Wartungsaufwand profitiert, was dann geringere Wartungskosten zur Folge hat. Und genau solche Zusatznutzen tauchen aber in den Wirtschaftlichkeitsrechnungen sehr häufig gar nicht auf, obwohl sie durchaus dazu beitragen können, ein Einsparprojekt attraktiver zu machen. Und insbesondere dann, wenn es darum geht, das Top-Management im Unternehmen vielleicht von meinem Projekt zu überzeugen. Und das mit dem Thema beschäftigen sich auch sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen. Das ist dann mehr das Feld, in dem wir uns bewegen, die eben auch zeigen, dass diese positiven Nebeneffekte einen erheblichen Wert haben können und sogar den Wert der eingesparten Energie übersteigen können. Aber ich hoffe, das wird dann im Laufe der Präsentation noch so ein bisschen deutlicher, was ich damit meine. Was sind jetzt genau positive Nebeneffekte von Energieeffizienzmaßnahmen? Das sind prinzipiell Zusatznutzen neben den reduzierten Energiekosten und den reduzierten CO2-Emissionen. Beispielhaft habe ich hier jetzt mal so ein paar mitgebracht. Also das kann zum Beispiel sein in der Produktion, dass ich als Fleischhersteller weniger Produktreklamationen erhalte, weil mein Produkt qualitativ besser wird durch eine entsprechende Maßnahme. Das kann sein, dass sich Wartungskosten reduzieren. Das kann aber auch im Bereich der Arbeitsbedingungen für meine Mitarbeiter sein, dass ich durch eine LED-Beleuchtung oder durch Kältevorhänge die Arbeitsumgebung für Mitarbeiter oder auch Kunden verbessert. Das können aber auch nochmal viel weichere Faktoren sein, wie zum Beispiel Image Marketing, das heißt, dass ich Werbung mit dem effizienten Umgang mit Energie machen kann. Genau. Das ist also so ein bunter Blumenstrauß an positiven Nebeneffekten, die es bei der Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen geben kann. Worüber ich jetzt heute tatsächlich nicht spreche, sind negative Auswirkungen, die es sicherlich auch geben kann. Wenn ich mir vorstelle, ich stelle irgendwie für ein neues System ein, für mein Energiemanagement, das bedeutet natürlich auch immer eine Umstellung für die Mitarbeiter, braucht Zeit. Unserer Erfahrung nach und auch aus den Interviews, die wir geführt haben, zeigte sich aber doch, dass die positiven Nebeneffekte deutlich überwiegen im Vergleich. Ganz genau. Und das ist jetzt also ein sehr facettenreiches Thema. Viele Aspekte, die hier eine Entscheidung beeinflussen können. Allen voran steht dann sehr häufig der Mensch, nämlich Punkte wie Mindset, Kommunikation. Tausche ich mich aus über Themen mit Energiebezug oder wird Energieeffizienz zum Beispiel in der Kühlkette nur im Rahmen von Verträgen diskutiert oder sich ausgetauscht? Gibt es beim Personal entsprechendes Bewusstsein für den Umgang mit Energie oder werden Türen sehr lang offen gehalten? Muss Wissen erst durch Schulungen vermittelt werden? Und natürlich auch der gewisse Interessenskonflikt, Kosten auf der einen Seite, Energieeffizienz auf der anderen Seite. Denn sicherlich sind zum Beispiel natürliche Kältemittel besser für die Umwelt, aber möglicherweise auch teurer. Und dann ist es eben häufig gar nicht so einfach, das Top-Management zu überzeugen, auch entsprechend mehr Geld auszugeben für solche Maßnahmen. Und wie man da möglicherweise strategisch vorgehen kann, das will ich auch später nochmal erläutern. Jetzt aber nochmal zurück zu der Rolle von Energieeffizienz und nicht energetischen Vorteilen.
Ich habe schon erwähnt, dass wir im Rahmen des Projekts sehr Interviews durchgeführt haben. Vielleicht haben sogar einige von Ihnen teilgenommen. Es gab nämlich auch eine Online-Umfrage. Bevor ich aber die Ergebnisse zeigen möchte, würde mich ein kleines Stimmungsbild Ihrerseits oder aus der Runde interessieren. Ich habe dafür eine Umfrage in Menti vorbereitet und der Link sollte jetzt auch im Chat zur Verfügung sein. Genau, da kommt er, da können Sie gerne einmal draufklicken und ich wechsle direkt mal gleich mal das Fenster und würde Sie bitten, mal die Frage zu beantworten, ob Sie denken, dass durch eine verbesserte Koordination innerhalb der Kühlkette Ihrer Ansicht nach Energie gespart werden könnte. Zum einen ja, da sehen Sie Potenzial oder nein, es kommt doch mehr auf die einzelnen Unternehmen an und da sehen Sie größere Einflussmöglichkeiten als jetzt für die gesamte Kühlkette dass Sie das hier jetzt in dem Rahmen nicht beurteilen können. Ich würde das einfach mal laufen lassen. Ich sehe auch schon, das läuft schon und komme gleich drauf zurück. Genau. Was haben wir jetzt für Interviews geführt? Das waren insgesamt 60 Stück mit Unternehmen aus 11 verschiedenen Ländern, alle aus Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie und immer Vertreter aus den Unternehmen, die sich gut mit Energie- und nachhaltigkeitsbezogenen Themen ausgekannt haben oder auskennen und haben hier gefragt, welche Rolle denn Energieeffizienz spielt und inwieweit die Unternehmen denn entlang der Kühlkette hierzu auch kooperieren. Und als nächster Punkt dann auch, welche Rolle diese sogenannten nicht energetischen Vorteile spielen und wie werden sie denn wahrgenommen, einmal für das Einzelunternehmen, aber auch für die gesamte Kühlkette. Das heißt, so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert, Kühlkette auf der einen Seite und unternehmerische Perspektive auf der anderen Seite. Gerade dieses Denken über die einzelnen Glieder oder die verschiedenen Glieder der Kühlkette hinweg kann interessant sein, wenn man denkt an Bündelung von Ressourcen, an Optimierung von Transportrouten oder die Temperaturniveaus der Produkte nochmal zu optimieren. Denn sehr oft wird ja in der Kühlkette zum Beispiel beim Transport oder gegebenenfalls auch bei der Lagerung auf das schwächste Glied ausgelegt und dann mit Hackfleisch bei 2 Grad gekühlt und Wurst und Käse, die eigentlich bei 10 Grad gekühlt werden können, werden dann entsprechend mitgekühlt. Und hier stellt sich dann eben die Frage, gibt es Potenzial, den Energieverbrauch zu reduzieren? Und jetzt würde mich mal interessieren, wir haben auf jeden Fall schon ein paar Teilnehmer, Teilnehmerinnen in der Umfrage, die Sie jetzt hier hoffentlich auch sehen können. Genau, wo ja, das Bild tatsächlich ein bisschen heterogen ist. Also auf jeden Fall wird Potenzial gesehen, dass da als Energie eingespart werden könnte. Aber es gibt auch die einen oder anderen, die sagen, nee, es ist mehr das Einzelunternehmen. Finde ich spannend. Bisher war das Bild da ein bisschen eindeutiger, dass tatsächlich hier Potenzial gesehen wird. Schauen wir mal, was die Interviewten, die 60 Interviewten aus unseren Interviews hierzu gesagt haben. Dazu switche ich jetzt nochmal auf meine Folien. Genau. Hier war die Frage tatsächlich ein bisschen anders gestellt. Nämlich, ob die Teilnehmenden denken, dass Energie durch eine mangelnde Koordination entlang der Kühlkette verschwendet wird. Und sehr deutlich mit 72% ja, ist eine Zustimmung, dass es hier noch Verbesserungspotenzial gibt, was Sie ja jetzt auch schon angedeutet haben, was sich schon in der Umfrage hier gezeigt hat. Und die Teilnehmer, Teilnehmerinnen haben auch entsprechende Herausforderungen aus ihrer Sicht genannt. Und dazu gehört zum Beispiel, dass es an Know-how mangelt, an Fachpersonal, dass einfach Aufmerksamkeit für die energierelevanten Themen fehlt. Und das sind sicherlich alles Herausforderungen, die auch auf das Einzelunternehmen zutreffen, aber bei der Betrachtung der gesamten Kühlkette möglicherweise noch stärker ausgeprägt sein können. Und jetzt möchte ich noch so ein paar Ergebnisse der Interviews zeigen, die für Sie vielleicht auch interessant sein können. Und zwar waren sich prinzipiell die Teilnehmer sehr einig, dass Energieeffizienz ein Thema von hoher Relevanz ist. Das ist auch im Entscheidungsprozess, insbesondere bei der Kälteerzeugung mit dem hohen Energieverbrauch und den hohen Energiekosten, sehr relevant ist. Und zwar fürs Einzelunternehmen, aber auch für die gesamte Kühlkette. Das sehen Sie quasi hier in der Grafik. Dann nochmal das Thema der
positiven Nebeneffekte. Und zwar mit der Frage, ob die Unternehmen denn solche positiven Nebeneffekte wahrnehmen. Und aus einzelunternehmerischer Perspektive hier ganz oben sehen Sie ja deutlich, ne, 3/4 der Interviewten sagen, sie nehmen solche positiven Nebeneffekte, nicht energetischen Vorteile wahr. Das kann sein der gehobene Einzelhändler, der angibt, dass die verbesserte Beleuchtung die Kaufentscheidung auch bei seinen Kunden fördert, dass geschlossene Kühlschränke das Raumklima im Verkaufsraum fördern oder dass zum Beispiel ein altes Kompressorsystem getauscht wurde und dadurch auch das System zur Erkennung von Ammoniakleckagen verbessert wurde und so eine verbesserte Sicherheit daraus resultiert. Also da konnten durchaus viele Effekte genannt werden. Die gleiche Frage haben wir dann auch nochmal gestellt für die gesamte Kühlkette und hier stimmen zwar auch 36% mit ja, sie sehen positive Nebeneffekte, aber so ein bisschen undeutlicher das Bild. Der Fokus scheint also ein bisschen mehr beim eigenen Unternehmen zu liegen und dieses Thema für die Kühlkette noch gar nicht so mitgedacht zu werden, zumindest nicht in der alltäglichen Praxis. Und was wir daraufhin auch noch gefragt haben, ist, dass die Teilnehmer aus einer Liste auswählen konnten, welche nicht energetischen Vorteile denn aus ihrer Sicht am stärksten für die Umsetzung einer Energieeffizienzmaßnahme sprechen. Und da sieht man recht deutlich, dass gerade Vorteile, die auch sich finanziell niederschlagen, besonders interessant sind. Ne? Das ist die erhöhte Produktivität und Automatisierung, die hier ganz oben steht, dass sich Arbeitsabläufe, Arbeitsbedingungen verbessern. Aber eben auch so leichtere Faktoren wie verbessertes Marketing und Image, das damit reinspielt. Hier nur nochmal als Beispiel. Das heißt, wir haben jetzt festgestellt, oder die Unternehmensbefragung hat gezeigt, es gibt diese positiven Auswirkungen, die werden durchaus auch wahrgenommen. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man die aber gerade auch für die Kühlkette noch mehr vom Verborgenen ins Sichtbare rücken und auch strategisch bewerten und mit einbeziehen in die Entscheidungen. Und hier habe ich jetzt nur noch mal ein plakatives Beispiel mitgebracht. Den Text müssen Sie gar nicht unbedingt lesen können. Der ist möglicherweise ein wenig klein. Aber wenn wir jetzt ein Beispiel Energieeffizienzprojekt im Unternehmen mal anschauen, irgendwie eine optimierte, moderne Kälteanlage im Kühlhaus, dann spare ich natürlich im ersten Schritt erstmal Energie ein und dadurch auch entsprechend Kosten. Möglicherweise, resultiert aus dieser leisen, modernen Ventilatoren, dass sich der positive Effekt, dass ich weniger Lärmbelastung im Kühlhaus habe. Und dem kann ich dann auch einen entsprechenden Wert zuweisen. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Geldwert sein, aber der ist hiermit ausgewiesen und gleichzeitig gibt es möglicherweise aber auch zumindest kurzzeitig eine negative Auswirkung, dass es ungeplante Ausfallzeiten während der Umstellungszeit gibt, was auch entsprechend hiermit eingehen kann in die Bewertung, sodass aber der Gesamtnutzen am Ende möglicherweise eben sogar höher ist als die Energieeinsparung alleine. Ich glaube, das hat jetzt nochmal so ein bisschen verdeutlicht, was ich meine mit den Zusatznutzen. Und wie gesagt, wird aber bei einer klassischen Investitionsrechnung diese Betrachtung häufig nicht vorgenommen. Und da stellt sich jetzt die Frage, ja, wie kann man strategisch bei so einem Entscheidungsprozess vorgehen? Aus unserer Sicht ist aber tatsächlich dieser finanzielle Schritt der letzte. Und darauf möchte ich jetzt hier nochmal eingehen und die gewagte These in den Raum stellen, dass Entscheidungen im Unternehmen doch ja sehr häufig viel stärker strategisch getroffen werden und nicht nur rein finanziell. Das heißt, wenn es jetzt um die Entscheidung für die Investition in eine Energieeffizienzmaßnahme geht, welche Frage stellt sich oder sollte sich das Unternehmen vielleicht an erster Stelle stellen? Was verkaufe ich denn eigentlich meinem Kunden und warum kommt der Kunde, die Kundin am Ende schlussendlich zu mir? Das heißt, wie trägt das Energieeffizienzprojekt denn dazu bei, das Produkt noch attraktiver zu machen? Und da kommen wir eben sehr schnell auf den Punkt des Nutzenversprechens. Und das ist ja je nach Produkt, je nach Akteur sehr unterschiedlich. Also als klassische Discounterkundin habe ich ja ganz andere Anforderungen an das Produkt als Biomarktkundin, während ich vielleicht als Discounterkundin sehr preissensitiv bin und das Hähnchenfleisch möglichst günstig kaufen will, möchte ich als Biomarktkundin oder bin ich als Biomarktkundin bereit, für das
Kilo Bio-Maishähnchen vielleicht auch zehnmal so viel zu bezahlen. Das heißt, einmal ist Preis ein wichtiger Teil des Nutzenversprechens und einmal mehr die Bio-Qualität. Und da kann sich also der Discounter fragen, so an welcher Stelle kann ich sparen? Ist dadurch vielleicht motiviert, Energiekosten einzusparen? Und beim Biomarkt ist es weniger relevant, die Kosten einzusparen, denn die werden möglicherweise eher auf den Kunden, die Kundin umgelegt, sondern da ist das Nutzenversprechen eben eher die Produktqualität. Ich biete ein nachhaltiges Produkt an. Und gerade so ein nicht energetischer Vorteil kann eben einen sehr hohen Einfluss haben auf die Value Proposition meines Produkts, wenn dann der Kunde, die Kundin auch bereit ist, mehr für das Produkt zu bezahlen, zum Beispiel. Was spielt aber da noch mit rein? Das sind jetzt hier diese drei Dimensionen des Wettbewerbsvorteils neben dem Nutzenversprechen. Werden natürlich auch Kosten beurteilt, die gesenkt werden können. Und das können jetzt zum Beispiel eben neben Energiekosten dann auch gesenkte Wartungskosten sein durch eine entsprechende Maßnahme. Und gleichzeitig spielt das ein reduziertes Risiko auch eine Rolle. Dass wenn ich also ein besser kontrolliertes Kühlsystem habe, dann reduziert es zum einen Qualitätsprobleme, reduziert es Ausschuss, was sich dann wiederum mit einer besseren Qualität auf das Nutzenversprechen auswirkt. Und so ein bisschen von der Theorie her diese strategischen drei Bausteine bei der Analyse von der Energieeffizienzmaßnahme mal dargestellt. Schritt für Schritt würde ich hier jetzt gerne noch mal kurz durchleiten. Bevor ich ans Ende der Präsentation komme. Und das ist jetzt auch so ein bisschen angelehnt an das Tool, das ich vorher erwähnt habe, das auch entwickelt wurde, Excel-basiert, wo man eben Schritt für Schritt sich mal diesem Thema der nicht energetischen Vorteile annähern kann und probieren kann, das für eine einzelne Energieeffizienzmaßnahme zu bewerten. Was steht also am Anfang? Die Energieeffizienzmaßnahme an sich. Hier habe ich jetzt nochmal ein Beispiel mitgebracht. Also ein entsprechender moderner Frequenzumrichter, moderne Kältetechnik im Kühlhaus, wo ich offensichtlich Energie einspare und dann im ersten Schritt erstmal probiere, mögliche Zusatznutzen zu identifizieren. Das können die reduzierten Wartungskosten sein, die Produktqualität, die sich verbessert, eine geringere Lärmbelastung, wodurch vielleicht auch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zufriedener sind. Und um an diesem fiktiven Beispiel mal dran zu bleiben, wäre dann der nächste Schritt, diese nicht energetischen Vorteile mal zu kategorisieren nach den drei Dimensionen, die ich bereits vorgestellt habe. Also wären vielleicht für den Biomarkt die verringerten Wartungskosten gar nicht so relevant sind, weil die Kosten da nicht der entscheidende Faktor sind, da die Kunde, die Kundin eh mehr zahlt, ist es beim Discounter der Preis eben doch durchaus entscheidend. Und gleichzeitig ist vielleicht für den Biomarkt beim Nutzenversprechen eben mehr die Produktqualität im Vordergrund. Und sowas wie Mitarbeiterzufriedenheit ist sicherlich für beide wichtig, wenn das Risiko von Personalausfällen einfach reduziert wird. Und so kann man das probieren, mal so ein bisschen einzuordnen, auch strategisch in diesen drei Kreisen. Und der nächste Schritt wäre dann tatsächlich, ja, wie mache ich das Ganze jetzt messbar? Das kann natürlich quantitativ sein. Reduzierte Wartungszeiten sind messbar, Produktionsausfälle sind messbar, Dezibelbelastungen durch Lärm, Ausschuss entsprechend messbar. Das können aber auch qualitative Daten sein, also eine Befragung zur Mitarbeiterzufriedenheit zum Beispiel. Und hier stellt sich dann die Frage, okay, welche Abteilungen können dann entsprechende Daten sammeln, auswerten? Und ja. So hoffe ich, ist so ein bisschen deutlicher geworden, dass diese strategische Denkweise bei Energieeffizienzmaßnahmen und deren Zusatznutzen sehr häufig unterschätzt wird. Und dass eben der letzte Schritt, und deshalb kommt es jetzt hier auch als letztes, dann eigentlich erst die finanzielle Bewertung ist. Denn es ist sicherlich nicht so einfach, gerade diese Zusatznutzen immer in Geldwerten festzuhalten. Aber ja, sehr häufig kann es eben doch sein, dass ich als Energiemanager ein sehr tolles Projekt habe, das sich in 2 Jahren rechnet, aber andere Einsparungen bringen vielleicht auch Kosten, also sparen vielleicht auch Kosten. Das heißt, warum jetzt in genau dieses Effizienzprojekt investieren? Und hier ist es eben interessant, neben der Kostenseite auch die Umsatzseite zu betrachten. Das heißt, wenn mehr Kunden durch geschlossene moderne Kühlregale im Verkaufsraum sind, sich dort länger aufhalten, dann ist das ein Zusatznutzen, der aber indirekt auch eine Umsatzsteigerung mit sich bringt. Ganz genau. Und
hier jetzt nochmal ein bisschen wieder den Schwung zurück auch auf unser Projekt gebracht, ist, dass wir natürlich auch hier probieren, wieder diese Bogen vom einzelnen Unternehmen zurück auf die Kühlkette zu schlagen. Das heißt, wir haben jetzt sehr unterschiedliche Ketten. Das kann sein eben die Biomarktkette, die eben qualitätssensitiv ist, und die Discounterkette, die preissensitiv ist. Die Frage ist, welchen gemeinsamen Nutzen gäbe es denn für die Partner in der Kühlkette, wenn sie sich dem Thema Energieeffizienz widmen? Und so mag es sein, dass reduzierte Wartungskosten oder Personalkosten die anderen Akteure vielleicht weniger interessieren, aber sowas wie Produktqualität, wenn das Produkt nicht überkühlt wird, nicht aufgetaut wird, weniger Ausschuss entsteht, ist sicherlich für alle Akteure relevant. Weniger Ausfallzeiten, eine zuverlässige Lagerung, auch zuverlässige Planung für die Logistikpartner. Das sind sicherlich alles Zusatznutzen, die für die gesamte Kette gedacht werden können und was wir auch im Rahmen des Projekts so ein bisschen anstoßen wollen. Genau. Und mit dieser Schritt-für-Schritt-Analyse haben wir auch so ein Bewertungstool entwickelt. Damit bin ich aber auch tatsächlich bei meiner letzten Folie angelangt. Ich freue mich über Ihr Feedback, über Ihre Erfahrungen vielleicht in dem Themengebiet und habe da tatsächlich auch nochmal so eine kleine Abschlussfrage mitgebracht. Wenn Sie vielleicht noch in Mentimeter sind oder nochmal zurückgehen möchten auf den Link, dann würde ich das nochmal teilen. Und ich muss jetzt aber auch nochmal selbst einmal weiterklicken, damit Sie das sehen. Mich würde tatsächlich so ein bisschen für eine mögliche Diskussion interessieren. Haben Sie denn selbst schon solche positiven Nebeneffekte von umgesetzten oder geplanten Energieeffizienzmaßnahmen gesehen? Nehmen Sie die mit auf bei Ihrer Bewertung? Ist es ein Thema, das in die Entscheidung mit einfließt? Und wenn Sie da Beispiele haben, dann dürfen Sie die gerne mal eintippen. Dann sehen wir hier gleich so eine Wortwolke, was Sie da schon so wahrgenommen haben. Ich freue mich da auf jeden Fall über Ihre Einschätzungen, über Ihre Erfahrungen mit dem Thema. Genau, ich hoffe, es funktioniert. Bisher hat zumindest noch niemand teilgenommen, ist aber auch nicht schlimm. Okay. Raumklima verbessert, das hatten wir tatsächlich auch sehr häufig als einen Punkt, auch in den Interviews, gerade eben mit den entsprechenden Supermarktbetreibern. Haltbarkeit der Waren. Okay. Wir haben auf jeden Fall die Produktqualität als einen weiteren Punkt. Was sicherlich ja über die gesamte Kühlkette auch zieht. Okay, die Lärmbelastung wird hiermit angeführt. Ja, das deckt sich doch zumindest mit den Beispielen, die ich jetzt so ein bisschen angebracht habe. Genau, ich freue mich, wenn es noch Fragen gibt. Und wenn nicht, gebe ich auch erstmal zurück wieder an Frau Nikolic. Genau. Ja, vielen Dank, Frau Neusel. Tatsächlich hätte ich ja eine Frage, weil ich glaube, wenn man jetzt spontan darüber denkt, nicht energetische Vorteile von Energieeffizienz, wir haben es hier mit Händlern zu tun und Händlerinnen. Und wenn die etwas sehr gut können, dann rechnen. Und wenn man in eine neue Kühlanlage investiert, spielt doch auch erstmal die Investition und die Wirtschaftlichkeit hier die entscheidende Rolle. Ich frage mich jetzt, wie Sie jetzt priorisieren, weil ich glaube, das ist schon nochmal der Prio-Punkt Nummer eins. Was kostet dieser neue Kühlpark? Wann amortisiert er sich? Und nicht energetische Vorteile spielen sicherlich zunehmend eine große Rolle, um eben auch das Aufenthaltsklima und die Warenqualität auf einem sehr guten Stand zu halten, zumal ja auch die zu kühlenden Waren immer mehr zunehmen. Aber glauben Sie nicht, dass tatsächlich der Preis die entscheidende Rolle spielt und das Investitionsvolumen? Ja, ich stimme Ihnen natürlich schon zu, oder das ist auch das, was wir immer wieder gespiegelt bekommen. Mein Projekt rechnet sich nicht in den 3 Jahren, die vorgeschrieben sind im Unternehmen, deshalb wird es nicht umgesetzt. Also mit Sicherheit wird an erster Stelle erstmal die Wirtschaftlichkeitsrechnung durchgeführt, um zu schauen, ob dieses Projekt, ja, ob es überhaupt Sinn macht, so ein Projekt zu verfolgen oder überhaupt zu starten.
Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, mit wem bespreche ich das gerade. Und natürlich unter den Energiemanagern selbst, da ist ja das Commitment zur Energieeffizienz sowieso schon da. Das heißt, da steht die Wirtschaftlichkeit sicherlich im Vordergrund. Wenn es jetzt aber geht, in anderen Runden mit den Unternehmensleitungen das Ganze zu besprechen, dann mag es eben durchaus auch Sinn machen, diese weiteren Vorteile mit ins Spiel zu bringen und so ein bisschen den strategischen Wert, wie bringt das Unternehmen weiter, welche Vorteile hat denn die Maßnahme sonst noch, mit aufzunehmen. Und das zeigt eben, ja, Forschung jetzt nicht nur aus unserem Bereich, es gibt noch viele weitere Projekte, die sich mit diesem Thema dieser multiplen Vorteile, nicht energetischen Vorteile beschäftigen, dass es je nach Zielgruppe durchaus auch eben einen sehr hohen Wert haben kann. Ganz genau. Also da gibt es wie immer keine Schwarz-Weiß-Antwort von meiner Seite. Na klar, auf jeden Fall. Wie sieht es denn aus mit unseren Teilnehmenden? Haben Sie noch Fragen an Frau Neusel, vielleicht auch zu den Ergebnissen der Interviews und Umfragen, Analysen, die hier stattgefunden haben oder zum Schulungsmaterial? Wir sind natürlich sehr gerne dabei, Ihre Schulungsunterlagen, sobald diese veröffentlicht sind, dann auch nochmal vorzustellen, beziehungsweise auch die weiteren Unterlagen und Angebote zum E-Learning, die Sie anbieten, über die Klimaschutzoffensive zu teilen. Robert, wenn du mir jetzt kein Zeichen geben würdest, dass im Chat noch was ist, was ich vielleicht übersehen habe, dann würde ich nochmal mit einem Best-Practice-Beispiel meinen Vortrag fortsetzen. Nochmal sehr herzlichen Dank, Frau Neusel. Wie gesagt, im Anschluss ist dann auch nochmal Zeit für eine größere Fragerunde, sollte sich etwas geben. Was wir vorhaben mit unserer Webinarreihe, war ja eben auch, dass wir Best-Practice-Beispiele aus dem Handel vorstellen möchten. Wir hatten Olaf Schulze von der Metro. Wir haben in der kommenden Woche den Michael Schramm von Nahkauf Schramm, der seinen kompletten Kühlpark umgestellt hat. Wir werden im Herbst auch nochmal ein Webcast machen zu Förderprogrammen im Bereich Kühlung. Und wir werden den Herrn Müller von Tegut, alles ausgewiesene Energieeffizienzexperten im Bereich Kühlung, hier als Gäste in einer Fortsetzung unserer Webinarreihe begrüßen. Und heute habe ich Ihnen ein Best-Practice-Beispiel mitgebracht, das wir in einer druckfrischen Publikation der Klimaschutzoffensive vorstellen. Die neue Publikation, die ich Ihnen heute schmackhaft machen möchte, heißt Rechnet sich das? Und das haben wir jetzt heute wirklich sehr, sehr oft schon gehört. Und das ist auch das, was am Ende ja auch interessiert, wann rechnen sich diese Energieeffizienzmaßnahmen eigentlich. Und in dieser Broschüre haben wir unterschiedliche Handelsunternehmen tatsächlich gefragt, rechnen sich ihre Investitionen eigentlich und was hat es denn unterm Strich gekostet? Welche Förderungen haben sie bekommen und wann amortisiert sich eigentlich ihr größerer Invest? Und da Herr Reupert heute nicht dabei sein kann, persönlich bin ich so frei, seine Geschichte hier ein bisschen zu erzählen. Sie sehen hier den Geschäftsführer und Gründer von 3 Biomare-Supermärkten im Raum Leipzig. Das ist Malte Reupert, der sich im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz vorbildlich engagiert und eben nicht nur in Effizienzmaßnahmen investiert, sondern sich auch das Thema Nachhaltigkeit ganz groß auf die Fahne geschrieben hat. Und was hat Herr Reupert in seinen 3 Märkten genau gemacht? Wir haben uns jetzt hier zum Beispiel die Filiale in Leipzig-Konnewitz angeschaut und er zeigt eben anhand seines Rechenbeispiels, Investment auch schnell wieder amortisiert hat, denn er setzt wirklich auf Wärmerückgewinnung, das heißt eine eigene Märkten, was wäre notwendig, hat auch in LED investiert, das ist ein Doppel, das ganz klassisch natürlich, Sie werden das wissen, als Einzelhändler vorkommt, sobald man aus der LED, aus der konventionellen Beleuchtung rausgeht, ändert sich auch das Raumklima, den konventionellen Leuchten erwärmen, beziehungsweise die Verkaufsfläche ja nicht unerheblich.
Wir reden hier von einer Verkaufsfläche von 556 Quadratmetern, 21 Mitarbeitende. Das ist jetzt vielleicht nochmal so die Schlüssel-Effekt von Biomare. Ich habe Ihnen jetzt nochmal zwei Bilder mitgebracht. Die Wärmerückgewinnung aus der Kälteanlage. Also der Standort Connewitz diente hier quasi als Modell für die zwei weiteren Filialen. Man wollte schauen, wie funktioniert das jetzt erstmal. Wollen wir das bei den anderen zwei Standorten dann gleich nochmal durchführen? Und was ist gemacht worden? Erst wurden die alten Leuchtmittel auf Basis von Quecksilberdampf ausgetauscht und auf LED umgerüstet in das Ergebnis und wenn Sie Ihren Märkten auch in die Beleuchtung umgestellt haben. Im Bereich Kühlung wurde der Warmwasserbedarf zu 100% aus der zurückgewonnenen Wärme aus der Kälteanlage gedeckt. Und damit wird natürlich das Wasser auch der anderen Mietparteien im Gebäude mit aufgewärmt. Das ist, hat natürlich dann auch nochmal im Hinblick auf die weiteren Mietparteien der Immobilie eine positive Auswirkung. Hier ist mal das Investitionsmodell. Das heißt, die Gesamtinvestitionen belaufen sich hier auf rund 30.000 Euro. Den Großteil hat die LED-Beleuchtung gemacht. Das heißt, allein die Wärmerückgewinnung aus der Kälteanlage war jetzt nicht wirklich kostenintensiv. Sie sehen das, das ist jetzt lediglich 6.200 Euro. Dafür gab es auch keine Förderung, aber bei so einem kleinen Betrag ist das, glaube ich, auch notwendig. Und sowas rechnet sich natürlich. Der Stromverbrauch bei der LED-Beleuchtung ist jetzt natürlich das Größte, was eingespart wurde. Da das Beispiel beide Effizienzmaßnahmen abdeckt, haben wir das jetzt auch in unser Kühlwebinar mit reingepackt, obwohl es Beleuchtung jetzt natürlich unbedingt in ein Investment im Bereich Kühlung gehört. Das ist ja ganz klar. Zahlen sind jetzt hier nochmal eingeblendet. Natürlich ist die größte Ersparnis jetzt erstmal durch den veränderten Strombedarf verzeichnen. Genau. Wie ist das mit der Wärmerückgewinnung genau vonstatten gegangen? Beim Biomare-Markt wurde die Umstellung des Kältemittels vorgenommen. Sie kennen das von R404a. Auf eine Kühlung mit Kaltwasserersatz auf Propanbasis, dann das Kühlmittel R290. Am Standort Leipzig-Südvorstadt wurde bereits seit 2019 auf diese Art und Weise gekühlt. Damit wurden fast 99,9% CO2 gespart und der Strombedarf, der durch den Betrieb der Umweltpumpen benötigt wurde, wurde ebenfalls gesenkt und diese Maßnahme wurde tatsächlich auch im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. Bis 2022 werden alle Biomare-Märkte auf eine ähnliche Kälteanlage gestellt. Was macht Biomare noch? Wir haben ja auch von nicht energetischen Vorteilen gesprochen. Da Herr Reupert heute nicht dabei sein kann, um sein Beispiel vorzustellen, bin ich jetzt wirklich nur sehr kurz auf das Best-Practice-Beispiel Kühlung bei ihm eingegangen und zeige, was er grundsätzlich gemacht hat. Er hat versprochen, nochmal zu kommen und uns nochmal die Kühlanlage ganz dezidiert vorzustellen. Ich wollte es aber nicht versäumen, Ihnen nochmal zu zeigen, was Einzelhändler und Einzelhändlerinnen im Bereich Effizienz und Klimaschutz bereits machen. Biomare hat sich hier sehr ambitionierte Einsparziele gesetzt und will die Klimalast seines Unternehmens und sie. Also hier sind schon sehr, sehr hohe Klimalastsenkungen vorgesehen, Einkauf von regenerativem Strom, also Grünstrom. Und hier wird natürlich auf echten Grünstrom und nicht auf Zertifikate zurückgegriffen.
Der wird ausschließlich vom Elektrizitätswerk in Schönau bezogen. Sumare wird aber auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen. Klimafreundlichen Mobilitätskonzepts werden auch E-Ladesäulen für alle möglichen E-Fahrzeuge installiert und Klimabilanz soll ja sehr extensiv gesenkt werden. Das sind so die wichtigsten Maßnahmen, die Sumare hier durchführt. Wie geht es mit unseren Webcasts weiter? Das wäre jetzt das, was ich Ihnen im nächsten Schritt gerne vorstellen möchte. Wenn es keine Fragen aus dem Chat gibt an mich oder an Frau Neusel, da würde ich jetzt noch mal kurz reinhorchen. Robert, gibt es denn weitere Fragen aus dem Chat? Keine weiteren Fragen aufgetaucht. Mhm. Ich wurde nur noch mal gefragt, ob die Präsentation und auch der Link zum Newsletter geteilt wird. Genau. Das wird alles im Nachklapp verschickt, aber Frau Nikolic, das wollten Sie vielleicht eh nochmal erwähnen. Genau, das hatten wir auch in den Chat reingeschrieben heute Morgen schon zu Beginn. Wir werden Ihnen die Aufzeichnung zur Verfügung stellen. Wir werden Ihnen Präsentation zum Download zur Verfügung stellen. Sie bekommen im Anschluss ein Mailing. Ich würde da eben noch die Anmeldung zum Newsletter ergänzen, damit Sie sichtlich der IC-Unterlagen auf dem Laufenden bleiben. Möchte die Gelegenheit nutzen, Sie auch zu unserem kommenden Webcast einzuladen. Derer gibt es vor der Sommerpause noch zwei. In Berlin beginnen die Ferien ja schon in zwei Wochen. Von daher hier die Sommerpause schon etwas eher. Wir sind natürlich immer noch da und für Sie erreichbar. Was die Webinare angeht, starten wir aber wahrscheinlich dann erst im September richtig durch. In der kommenden Woche wollen wir Ihnen Mehrwegverpackungen im Lebensmittelhandel vorstellen. Wir haben hierzu eingeladen drei Akteure in diesem Markt von Vital, Recap, Rebowl und Circolution. Die drei Gründer bzw. Geschäftsführer werden ihre Systeme vorstellen. Sie können über diesen QR-Code und sich sehr leicht anmelden. Würde aber auch die Anmelde-Links im Nachklapp nochmal zur Verfügung stellen. Und im Bereich Kühlung, ich hatte es eben schon angesprochen, ist am 23.06. ebenfalls in der kommenden Woche dann nochmal weiter. Herr Michael Schramm von Verkauf Schramm wird sein Sanierungsprojekt in seinem Nahkauf vorstellen. Das ist sehr umfängliche Sanierungsgeschichte gewesen mit Höhen und Tiefen und ich freue mich schon sehr auf den Erfahrungsbericht. Und wie gesagt, Herr Hirzel, der Kollege von Frau Neusel, wird ebenfalls mit dabei sein und über Lebenszykluskosten informieren. Wir haben Ihnen hier auch einen QR-Code zur Verfügung gestellt, über den Sie sich anmelden. Ich möchte Sie ebenfalls einladen, uns in den sozialen Netzwerken zu folgen. Haben Sie eine gute Möglichkeit, ebenfalls auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind auf Twitter, YouTube, Instagram, Facebook präsent, jetzt seit neuestem auch auf LinkedIn. Wir haben ebenfalls einen Newsletter, den Sie abonnieren können. So bleiben Sie garantiert, was unsere neuen Webinare angeht, immer auf dem Laufenden. Wir werden in Kürze auch mit einer Podcast-Serie starten und genau zum Herbst hin haben wir hoffentlich auch einige Präsenzveranstaltungen für Sie im Angebot. Informieren Sie darüber natürlich auch sehr gerne in unserem Newsletter. Natürlich stehen wir auch persönlich zur Verfügung, wenn Sie hier noch weitere Unterlagen benötigen oder unsere Publikationen bestellen möchten, die ich Ihnen vorgestellt hatte, eine kurze Mail reicht. Wir sind tatsächlich sehr schnell heute durch unser Webinar durchgekommen. Das war eine schnelle Geschichte. Normalerweise überziehen wir immer etwas leicht. Jetzt bleibt mir noch mal ein Blick ins Publikum zu werfen und zu fragen, ob
wir noch etwas für Sie tun können, ob Sie Fragen haben. Scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Ja, dann bedanke ich mich, dass Sie an unserem Webcast teilgenommen haben. Vielen Dank auch an Sie, Frau Neusel, für das Darlegen der nicht energetischen Vorteile von Energieeffizienz. Und vielen Dank auch an meinen Kollegen, Herrn von der Heide, der im Background die Fäden gezogen hat, damit das hier alles technisch ganz gut klappt. Und dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Restwoche. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich und freue mich, wenn Sie bei einem unserer nächsten Webinare dabei sind. Tschüss, wiedersehen.